Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem Nilfgaard-Deck und ja, wir spielen mal wieder mit Angoole. Einfach weil sie so lustig ist. Diesmal eine etwas andere Ausführung. Eher mit einem Assimilieren-Deck. Das Problem an Assimilieren, tschüss Blacky. Das Problem an Assimilieren ist einfach, dass Assimilieren mit dem Patch oder mit der Erweiterung nicht wirklich tolle neue Karten hinzubekommen hat, was ein erhebliches Problem für Assimilieren ist, weil die neuen Karten sind schon deckenstärker. Und man konnte dieses alte Assimilieren-Deck nicht mehr wirklich spielen, weil wenn man Portal spielt, kann man die Fäulemacher nicht spielen. Wie man aber in dieser Deckliste sieht, wir haben die Fäulemacher mit drin. Das heißt also, bei uns ist es vollkommen egal. Wir können das Portal rauskicken und weil es momentan so lustig ist und sogar gut funktionieren kann, wir spielen mit Angoole wieder. Die kann uns nämlich ein zufälliges Artefakt aus dem gegnerischen Startdeck klauen. Das heißt, dieses Deck ist wirklich gegen alles, was Szenarien oder ein gutes Artefakt spielt, ein sehr starkes Deck gegen Fraktionen wie Monster oder so. Wahrscheinlich eher nicht, weil bei Monstern können wir uns halt nicht wirklich ein tolles Artefakt klauen, was ein Problem sein kann, ne? Gerade die Monster, die Reliktmonster spielen keine Artefakte, Squirtle kann ohne und spielt meistens ohne Artefakte und auch Syndikat kann ohne Artefakte spielen. Wenn sie Jackpot spielen, können sie allerdings auch mit Passiflora spielen. Das weiß man leider meistens erst ein bisschen zu spät. Das sind so die Matchups, die wirklich problematisch sein können. Trotzdem kann dieses Deck immer noch gegen solche Decks gewinnen, es kann immer noch ganz gut Punkte machen. Gegen Decks wie Nilfgaard Maskenball, gegen Decks wie Nördliche Szenarien ist es super. Weil wir klauen dem Gegner quasi mit Angoole seine Strategie. Wenn er nur das Szenario als Artefakt spielt, klauen wir uns das Szenario. Gerade gegen die nördlichen Belagerungsmaschinen, Zucker. Und können mit der Hitzewelle sein Szenario quasi zerstören. Das heißt, wir spielen das Szenario, er nicht mehr. Und wir können uns mit Bratan, mit den zwei Informantinnen, vielleicht sogar mit Artorius und Informantin, selber diese Karte dann halt nochmal klauen, beziehungsweise dieses Szenario nochmal klauen, die Karten, die man dafür braucht. Ansonsten haben wir noch sowas wie Bestechung, kaiserliche Diplomatie, experimentelles Antidot. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Man könnte sogar eine kaiserliche Diplomatie gegen experimentelles Antidot austauschen. Wir haben die Deckliste erst ein bisschen anders gespielt, sind dann ein bisschen umgeswitcht. Wir hatten auch früher so Karten wie Triss drin. Wenn man sich das Deck genau anguckt, wir haben nicht viele Karten, die mehr assimilierenden Effekt hatten. Früher mit Portal hast du die 4er Provisionskarten gespielt, mit Portal 2 rausgeholt. Dann hattest du noch sowas wie Ratan, Artorius, die Glünis. Die Karten sind halt geblieben. Der Rest ist allerdings größtenteils raus. Das heißt, assimilieren ist nicht mehr wirklich sehr viel in diesem Deck. Wir sind, ich habe es immer ganz gerne Copycat genannt, wir sind einfach ein Copycat. Das, was der Gegner macht, wollen wir auch machen. Wir klauen uns die Karten vom Gegner, egal ob mit doppeltem Spiel, egal ob Bestechung, egal ob mit Informantin, egal ob mit Angoole, egal ob mit Yennefers Beschwörung. Wir klauen uns einfach die Karten vom Gegner, die wir ausspielen wollen und benutzen diese Karten dann halt gegen den Gegner. Und selbst so kann das Deck einiges an Punkten machen, was ich nicht gedacht hätte. Es hat auch teilweise manchmal, ihr werdet es in Runden sehen, diese neuen Nilfgaard-Karten haben einfach dafür gesorgt, Fäulemacher, Zunge des toten Mannes, die haben dafür gesorgt, dass wir halt in dem Deck weniger Engine spielen, weniger assimilieren und hochboosten, sondern wir haben einfach direkt mehr Punkte. Das sind halt wirklich auch super Karten in diesem Deck. Von daher, ja, kein Portal mehr, nicht mehr dieses klassische Assimilieren. Wir können trotzdem noch sehr stark assimilieren, weil die Karten natürlich auch noch andere Einheiten erschaffen, gerade Bratan, gerade Angoole. Das heißt, wenn wir Assimilierer haben und die bleiben auf dem Feld, was unwahrscheinlich sein kann, weil die Meta ist sehr aggressiv, dann können diese Karten noch ziemlich hoch gehen. Ne? Aber wir setzen halt nicht mehr so viel auf diesen ganzen Assimilieren-Aspekt. Wir wollen eher die gegnerischen Strategien klauen und gerade speziell gegen Szenariendecks ist es eine sehr starke und lustige Strategie. Von daher viel Spaß in den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Skellige. You crossed the wrong sorceress. Ich meine, da werden wir zumindest was ganz Gutes rauskriegen können. Magier müssen wir ablegen. Quietsch, 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 quietsch. Schöne Mikrofon. Nee, aber Alarm ist eigentlich noch an, Keen. Oder er spinnt. The stars contend, you shall be victorious today.
Ja, ich spiele mit Madoc. Wir werden wahrscheinlich in dem Deck nichts Besseres Hitze wählen können als Madoc. Das heißt, wir hitzen wählen mal Madoc. Jetzt sind nämlich seine Bomben nutzlos. Da ist er doch. Vielen Dank, Kim, für den Twitch Prime Sub. Danke dir. Haut ihn auf 2 Punkte runter. Er fürchtet echt keine 2 Schadenskarten. Fürchtet gar nicht. Hail Kerze! Ich hab die geklaut, weil die gibt ihm halt auch kein gutes Angriffsziel. Und den Zweihänder, den klauen wir uns jetzt hier. Highly curious case. Etchi Badge. War klar, Sam und Staub. Okay. Ja, man muss es halt manchmal noch in den Chat posten, da steht dann im Chat so dein Abo, dein Prime-Abo und dann musst du nochmal die Meldung schicken, dass diese Meldung erst kommt. Du musst es halt mitteilen wollen, wenn du es nicht mitteilst, dann bringt es dir nicht viel. Okay, das ist eine ganz gute Hand. Wir können Emissär ablegen, Zunge des toten Mannes ist spitze. Ich würde sogar noch eine kaiserliche Hellseherin ablegen. Trist ist spitze. Du bist spitze. Ich bin spitze? Ja. Wieso? Keine Ahnung, wieso? Seit wann bist du so nett? Ich bin immer nett. Totem oder Gotok-Wett wird es wahrscheinlich ziehen. Ich bin immer nett. Es kann aber auch Megaskop ziehen, ne? Das ist das Schlimmste. Klau mir, glaube ich, erstmal einen Fanatiker. Der kann nämlich ganz nett Schaden abfangen. Bin mal gespannt. Was wirst du tun? Er will pushen, okay. Ein Quartiermeister, den wir uns tatsächlich auch ziehen können, wenn wir es wollen. You will not regret this, good sir. Everyone has their secrets. Everyone. Assimilieren ist irgendwie schon lustig, weil, also eigentlich ist es weniger assimilieren, aber wir spielen halt eigentlich eine Kopie vom gegnerischen Deck. Wir können das machen, was er macht. Wenn er ein Szenario spielt, können wir auch sein Szenario ausspielen. Also wir haben bei Angeli die Wahl zwischen Totem, Kedush oder Megaskop. Schlechteste wäre Megaskop. Da ich mich allerdings in die Runde nicht wirklich drauf verlassen will, probieren wir ihn jetzt mal jetzt auszuspielen. Weil wenn wir Megaskop kriegen, können wir uns immer noch eine 6er holen. Time to dump or get off the privy. Dann können wir immerhin noch den Bärenhexer mal rausholen. Das ist das Beste. Das andere ist halt Quatsch. Bärenhexer. Need a hand? Just chop one off. Take care of your blades and they'll take care of you. Okay, wir könnten theoretisch Roderick benutzen. Linus wäre eine ganz nette Karte. Wir könnten aber auch erstmal Zunge des Toten Mannes, würde ich wahrscheinlich, wenn er aufhört zu pushen. Aber wir könnten auch jetzt die Zunge des Toten Mannes benutzen.
werden wahrscheinlich uns einen Emissär verbannen. Und Informanten kann ganz nützlich sein. Kaiserliche Diplomatie. Einheiten will ich ganz gerne behalten. Wir haben nur noch eine Einheit am Deck drin, Anna. Ich verbann mal die kaiserliche Diplomatie. To arms, men. Ich finde einfach diesen Bärenhexer geil, so, weil er sagt so, to arms, men, und dann sagt er so, to arms, und ist so ganz still, weil er nur einen Arm hat. To arms, men. To arms. Das ist gut, damit habe ich gerechnet, jetzt kann er nämlich nicht unseren Bärenhexer weghauen. Das heißt, wir könnten ihn nichts mehr ausspielen, ne? Wir können trotzdem Roderick die Runde benutzen, holen diesen Gnadenstoß. Linus für die Runde. Ich möchte fast sagen, ja. There is no shame in fear. Why don't train on the comb? I hate it. The windmill. It sticks spin around and smash. Könnten mit einer Karte aufholen. Wir kriegen halt mit dem Runenstein dreifach assimilieren. Triss wird uns nochmal doppelt assimilieren geben. Er passt. Runenstein müsste ausreichen. Wir kriegen mit dem Runenstein 3 Punkte extra. Wir brauchen wie viel? Ja, Mister. Hier ist eine 5-Punkt-Karte, allerdings können wir sie nicht wirklich setzen. Die wäre nur 4 wert. Ja, solche Mangonell. Solche Mangonell erschafft eine weitere Einheit, das heißt, er löst nochmal Assimilieren aus. Wir haben noch Joachim, wir haben Gnadenstoß. Wir haben noch unsere Thinner. Rathan ist noch im Deck drin, wir müssen unsere Fäulemacher ziehen. Nein. Eulemacher. Okay, das ist jetzt halt echt doof mit dem, was wir noch aus dem Deck rausziehen. Eulemacher. Wir haben echt bis zu. Weißt du, die letzten Karten im Deck sind echt noch die Eulemacher. Die sind ganz unten. Das ist so unglaublich. Könnte mit einer Bestechung anfangen, er wird aber sehr viele aggressive Karten spielen. Joachim jetzt auszuspielen, wird wieder in einiges reinspielen. Wir fangen mal mit der kaiserlichen Hellseherin. All these signs can mean but one thing. Schaffst auch nur du. Danke, Sandal. Abendlocke. Zweihänder. Zweihänder ist gut. I was lopped off 3 heads with one blow. Weil so können wir wenigstens mit Joachim den Zweihänder ziehen. Shoot him down, stab him dead. Easier that way. Okay, wir haben eh nicht mehr so viel Assimilierer. Wir sind jetzt einfach nur auf Punkte da. Wir benutzen Bestechung. Er spielt mit Avalach, okay. Bärenhexer macht jetzt 8 Punkte. Gerd sind auch 8 Punkte. Gibt ihm aber bessere Angriffsziele. Dann nehme ich einen Bärenhexer. I'll cleave you in two. Was wir vielleicht auch in dieses Deck reinpacken sollten, wäre eine Anna Henrietta. Die könnte auch ganz nett sein. So it don't matter. Sounds like something a midget would say. Wir holen uns den Zweihänder raus. Jalmar.
Jalma wären eigentlich so, Maxi bringt uns nicht, Gerhard bringt uns nichts. Gerhard, wir haben keine Hexer am Deck drin. Das heißt, Jalma sind eigentlich die besten Punkte, indem wir noch eine Sechser zerstören mit ihm. Jalmar on Crates coming for ya! Maxi ist für ihn eine tote Karte. Das wissen wir schon. Bitte kein Magier. Oh, der ist gut. Ja, haben nicht perfekt getroffen. Er hat noch einen Jalma und er hat noch einen Geralt. Mit dem Jalma kann er 8 Schaden machen. Jalma sind 11 Punkte. Kommt Geralt über. Und er hat noch seine Anführerfähigkeit mit 6 Punkten, ne? Wir hätten vielleicht sogar zuerst Triss ausspielen sollen und den Bärenhexer mopsen sollen. Ich glaube, es wäre besser gewesen. Okay, was gibt uns Triss? I'll do what I can. Damit könnten wir, naja, auch nicht viel Schaden machen, ne? 3, was könnten wir wiederholen? Einen Quartiermeister könnten wir theoretisch wiederholen. Quartiermeister wären immerhin 6 Punkte, das ist das Beste. Was Besseres wird es nicht wirklich geben. Quartiermeister sind 6 Punkte, das ist das Meiste. My prescription, a bit of bloodletting. Ja, wir hätten die, wahrscheinlich die beiden Dreier angreifen sollen, aber er hätte eh ein gutes Ziel gehabt. Okay, Geralt plus Bärenhexer sind wie viel? 3 plus sind 13 Punkte, plus nochmal sind 19 Punkte, das reicht aus. Er gewinnt um einen Punkt. 2 Punkte. What you gonna do, huh? Er gewinnt um 2 Punkte. Ja, hätten wir den Bärenhexer zuerst mit Triss klauen können, hätte Jalma halt wesentlich weniger Schaden gemacht. Wir hätten gewinnen können. Wir hätten gewinnen können. Sollten wir vielleicht statt Triss eine Anna spielen? Ist Triss gut? Vollgestopfte Taschen. Die werden kein Artefakt haben. Control the city. Control the Docks, control the city. Assimilieren ist ein bisschen langsam, oder? Es geht eigentlich. Assimilieren muss nicht unbedingt langsam sein, was den neuen Tempokarten. Das Problem bei Assimilieren ist halt nur, wir spielen ohne Portal halt, ne? Weil. Ja, Schaden brauchst du nicht unbedingt. Es gibt auch andere Decks, die haben wenig Schaden. Da musst du halt nur mehr Punkte machen. Wir setzen halt sehr viel auf Angule. Ich glaube, wenn du Angule raustun würdest, wäre Assimilieren sogar stärker. Weil jetzt zum Beispiel hier das Problem ist, dass hier kein. Hier wird es zum Beispiel kein. Hier wird es zum Beispiel kein Ziel für uns geben, was wir wirklich. Naja. Clown-Karten ist doof und Angule kriegt kein wirkliches Artefakt raus. Da fehlt uns einiges an Punkten. Ja, nee, lass mal. The stars contend, you shall be victorious today. Er benutzt sogar schon das Gruselkabinett dagegen. Kann ich aber auch ein bisschen verstehen. Das heißt aber auch, er spielt mit Bora und Gruselkabinett. Für ganz viel Schaden, Heilige. Nein! Ich hab den Fäulemacher mit dem Fäulemacher ausgewählt. Nein! Da hab ich zu schnell geklickt. Äh,
Du kriegst mit Angulen ein Artefakt raus. Die Stratagems sind Stratagems. Das sind keine. Okay, er benutzt sogar Anführerfähigkeit noch. Gut, wir können einen Magier löschen, weil wir nur noch einen Fäulemacher haben, und wir können Emissär löschen. Die Stratagems sind, ich weiß gar nicht, Kriegslisten heißen die auf Deutsch. Die können aber leider nicht das machen. Kann ich schon einen Informanten jetzt benutzen? Oder sollte ich Bratan benutzen? Ich glaube, Bratan ist besser. Your name, young man, demands you be cursed into an urge. I hate nothing more than a creaky door. Informanten hätte ausgereicht, aber ich denke nicht, dass er passen wird. Wenn wir auf Even gewinnen können, wird es gut für uns. Weil kurze Runde wird natürlich auch übel. Die Hex finden wir. For thy foul deeds thou shalt burn. Nice tattoo. Nothing tickles my tits quite like a good secret. Wollen wir verführen? Clown zweimal zu vergiften hätten wir auch machen können. Allerdings hat er sowieso eine Münzspender und wir haben keine wirklichen Assimilierer mehr. Also ob er uns jetzt diesen Clown wegschießt, du kriegst nur 3 Münzen, wenn du den zerstörst. Jetzt konnte er noch das Kopfgeld auslösen, also so einen Münzspender wegkriegen, ach, weiß ich nicht. Hätte man machen können, muss man aber nicht unbedingt. Wir könnten ja immer noch, wenn wir wollen, zweimal vergiften. My duty? To stick my nose where it doesn't belong. Er hat noch den Gnadenstoß. Kann jetzt sein, dass er passt. Gut, dass du einen Fäulemacher nachziehst. Ja, da hätten wir den Magier rausholen sollen. Okay. Everyone has their secrets. Everyone. Es dauert immer, bis beim Gegner alles durchgetickt ist. Der lässt sich alles nur anzeigen. Nee, wir lagen nicht vorne. Wir lagen von den Punkten hinten. Ich würde schon ganz gerne ein bisschen pushen, allerdings kann er halt schnell aufholen. Defeat them with hunger, crush them with thirst. Wir lagen 2 Punkte hinten. Wir benutzen tatsächlich mal die Anführerfähigkeit. Wir kriegen eine Bank. Bank ist ganz nett. Weil jetzt können wir uns Anna rausholen. Wir sehen sogar, was ganz oben liegt und können uns nochmal seine Anführerfähigkeit klauen. You have our undivided attention. Können wir Joachim ausspielen. Wir können uns den Chorhorn holen. Nothing will stop us. Wir können uns die Bestechung holen.
Und können uns... Gruselkabinett könnt ihr uns klauen. Also ich würde eher sagen, wir holen uns den genötigten Schmied. Machen richtig Druck. Wir wissen ja, Jack und Philippa, ne? I'm a dwarf of business. That's stealed. Next time it'll be personal. Muss nur erstmal Münzen aufbauen. I shall flog them into submission. Rojos ist gut. Informanten ist löst assimilieren nochmal aus, ist also eigentlich auch 6 Punkte. Her Grace will not be pleased. Dein Fehler. Okay, Moment, warte, ich kann dir die Punkte zurückgeben. Warte mal. Na, das kann ich aber nicht hier machen. Das müsste Venjula machen. Ich geb sie nachher zurück. Er hat noch Jack, er hat noch Philippa. Er hat noch einen Schmied. On that we find ourselves in agreement. Wir können uns sogar den Hacker klauen. Und nächste Runde könnten wir uns halt noch eine Münzkarte holen. Dann könnten wir mit Hacker nämlich auch gut Punkte machen. Okay, letzten Karten, die hat sind Jack und Philippa. Philippa könnte uns eine Sechser klauen. Jack sind wie viel? Jack holt nur die Dreier. Doch, Jack holt schon die Dreier raus, ne? Das heißt, Jack sind jetzt 12. Das wären 28. Philippa kann uns eine Sechser klauen maximal. Wobei, es sei denn, benutzt Jack nicht, aber denke ich nicht. Das heißt, Philippa kann uns eine 6er klauen, eine 7er, 6er sind nochmal 12, 15. Er hat 27 Punkte. Dann kommt er auf. My prescription, a bit of bloodletting. Just a peek. Okay. Hol auf. Tunnelbohrer? Hat er nicht noch Jack und Philippa auf der Hand? Muss trotzdem beide ausspielen. Aber dann hat er noch Jack für die nächste Runde, ne? Jack sind 12 Punkte, das reicht aber trotzdem nicht aus. Jack sind nur 12 Punkte. Wir haben gewonnen. Wuhu! Ich muss noch schnell nachrechnen, ob es von den Punkten ausreicht, dass wir es schaffen. 2-0! war Jack nicht in der Bestechung? Kann auch sein, dass Jack in der Bestechung war. Oder Philippa war. Ne, Moment, wir hatten Bank, Philippa und Jack in der Bestechung. Stimmt, was haben wir mit der Anführerfähigkeit gesehen? Kurt? Haben wir mit Kurt gesehen? Ne, Bank haben wir gesehen? Oder war es noch Jack? Philippa war in der Bestechung mit drin, aber ich glaube, Jack, Kurt und Bank hatten wir mit der Anführerfähigkeit gesehen. Über 40 Grad aufwärts hörst du von Jule einfach nur noch immer so ein Brummen, so. Du meinst wie Marge Simpson? Wait, you're ja. Serious? Genau wie Marge Simpson. Oh. Okay, wir können uns ein Szenario klauen. Das wird natürlich sehr, sehr gut. Wir sind jetzt die Maschinen, mein Freund. Wir bräuchten nur irgendwas, um vielleicht Voltes in der ersten Runde aufzuhalten. Läuterer sollten wir definitiv behalten. Hitzewelle reicht aus.
Okay, womit fangen wir nur an? Womit fangen wir an? Wir haben nichts, um wirklich anzufangen. Szenario. Wir können mit dem Kohorn anfangen. Aber Kohorn könnte uns Bestechung rausholen, aber ich glaube, Kohorn ist trotzdem die beste Möglichkeit. A clever maneuver. Oder wollen wir Bestechung? Ja, wir benutzen mal Bestechung. Oh, guck mal, wir kriegen Foltest. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Das heißt, wir könnten uns jetzt seine grauen Fähnlein mit Foltest klauen. Und dann sind wir nördliche. Verstärkte Balliste. Verstehe nicht, warum du mal so einen Spaß daran hast. Den Gegner einfach nur zu vermiesen. Weil es halt lustig ist einfach. So ein Deck, was das gegnerische Deck komplett kopiert, ist doch eigentlich sau lustig. Okay, wir werden mal auch einen schweren Art Feintrupp ablegen. Wir können seine Belagerung benutzen, jetzt können wir auch noch sein Foltes benutzen. Was will man mehr? Ja. Onward! Attack! Guck mal, wir können uns sogar noch Foltes klauen, wenn wir wollen, und können Doppelfoltes spielen. Und gegen sein Szenario haben wir die Hitzewelle. Lustig. Komm, gib's zu, das ist doch voll geil. Das ist halt einfach nur, es muss nicht effektiv sein, es ist halt einfach nur Madness. Und der weiß nicht, gegen was er spielt. Vorhin hast du da auch dann nicht so wirklich Antworten, weil du nicht genau weißt, was kommt. Ja, was willst du machen? Ich spiel halt dein Deck. Dark clouds gather over Temeria. Amphibischer Angriff. No audiences. King's Tower today. Wir könnten theoretisch auch passen, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt passen will, ne? Will ich passen? Aber wir könnten auch einen Gnadenstoß auf eine verstärkte Balliste benutzen. Ist okay. Ja, ist okay. Ne, wenn wir uns jetzt, wenn er uns jetzt halt graue Fähnlein, dann holen wir uns die grauen Fähnlein selber raus. Und nächste Runde können wir sie halt theoretisch nochmal aus dem Friedhof rausholen, weil wir haben auch experimentelles Antidot. Aye, aye, Sir. Ich überlege, ob ich die mit Amatorius versuche zu klauen. Weil ich will Bratan nicht opfern. Bratan brauchen wir für Ankuhle. Schade. Schade, schade, schade. I divined this move from a sparrow's innards. Aber deswegen von mir aus auch ruhig Artorius raus, ne? Junge, wenn wir noch mit der Anführerfähigkeit doppeltes Spiel in ein zweites Szenario kriegen, dann ist komplett lost für ihn. Aber wir müssen jetzt halt von den Punkten halt wirklich aufholen. Und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wir passen lieber. Wir haben Foltest. Wir können die grauen Fähnlein rausholen, wenn wir wollen. Wir können sein Szenario rausnehmen. Wir können unser eigenes Szenario erschaffen. Wir kriegen noch einen Punkt mehr. Also ihr müsst jetzt mindestens eine 6-Punkt-Karte ausspielen. Die wird er haben. Zur Not kann er den Anführer benutzen. Gerhard haut da sogar raus. The life of a source isn't a bed of roses, I tell you. Okay, könnte man noch ein graues Fähnlein von ihm aus dem Friedhof mopfen, ne? Bratan brauchen wir, weil Bratan gibt uns die Informanten und die Informanten brauchen wir, wenn wir Angule gegen Szenario spielen, damit wir die gegnerischen Belagerungsmaschinen klauen können.
Passt. Opfern wir einen Fäulemacher. Ja, ziehen wir vielleicht nächste Runde besser. Defeat them with hunger. Crush them with Er könnte immer noch einen Verteidiger haben, ne? Deswegen würde ich vielleicht sogar ganz gerne die Läuterin behalten. Darum habe ich auch Artorius ausgespielt für die grauen Fehlein, sonst hätten wir halt Bratan hundertprozentig ein graues Fehlein bekommen, aber wir brauchen Bratan für die Szenarien. Okay, wir können jetzt eine nördliche Königreich-Karte rausholen, das bringt uns allerdings nicht sehr viel. Ich würde Anna sogar ablegen. Roderick kann ganz gut sein, für Glinus noch. Kaiserliche Diplomatie, graue Fähnlein, blaue Streifen, da würde uns allerdings ein Experiment... Wir bräuchten eine weitere Informantin halt dringend. Okay, oder ist experimenteller. Ja, ich glaube, wir holen uns mal zuerst die Glinus raus. Out of the way, rabble! Will ich versuchen, schon ein Szenario zu ziehen? Ich denke eher nicht, dass wir uns versuchen, ein Szenario zu ziehen. Oder wollen wir es machen? Wenn wir ein Szenario kriegen, sind wir so glücklich. Wenn wir ein Szenario nicht kriegen, sind wir nicht glücklich. Wir machen es. Er hat Hubert auf der Hand, aber den kann er wieder ablegen. Aber wir wissen, er hat zwei Bombers und einen Hubert auf der Hand. The city is ravaged by rot. I'll gladly help, if I live to see it. Aber wir wollen ja auch unser Assimilieren ein bisschen auslösen, ne? Ich weiß nämlich nicht, ob er das Assimilieren aufhalten kann. Und wenn wir das Szenario wirklich komplett ausspielen können, wird es echt böse. Vielleicht spielt er auch kein Szenario. Aber er spielt Bombas, also er muss Szenario spielen. Trollolol. Okay. Belagerung! Jetzt geht's los, mein Freund. Wir sind jetzt der Norden. Was? Er hat sich unsere Belagerung rausgeholt. Da muss ich jetzt mit meiner Belagerung kontern. Das ist ja unerhört. Vielleicht kommt jetzt auch Volkes Stolz. Ne, das ist eine Belagerung. Und wenn jetzt die Hitzewelle kommt, ist halt... Ah, es tut so gut, manchmal dreckig zu sein. Es ist halt echt ein lustiges Deck. Es macht einfach nur Spaß zu spielen. Es ist nicht unbedingt das effektivste Deck. Es ist einfach nur lustig. Was anderes soll es auch gar nicht machen. Voltes Stolz. Okay. Ich würde sogar vielleicht... Ja, wir müssen auf... Wobei, nee, wir benutzen Bratan in eine Informantin in einem Tribok. Ich will den einen Tribok hinten treffen und den mit Gnadenstoß klauen. Dann können wir noch Voltes plus die grauen Fädlein ruhig benutzen. Das ist einfach ein Copycat-Deck, wie die Yu-Gi-Oh!-Karte. Wird schwierig vom Platz her. Ah, das geht schon. Das geht schon. Vielleicht nimmt er uns ja auch Voltus einfach raus. Destiny is unswerving. Cheated.
it will not be. Gut, wir nutzen Foltest. Greifen seine stärkste Karte an. Wir holen uns Folterstolz, glaube ich. Folterstolz ist, glaube ich, ziemlich gut für den Gnadenstoß. Wir können sogar noch eine Runde Zeit lassen, oder? Ja, wir sollten es eigentlich jetzt tun. Ich glaube, vom Platz her wird es auch ausreichen. Der hat auch schon keinen Bock mehr. Frage ist aber, ob er Foltest jetzt wegkriegt. Wenn er Foltest wegkriegt, können wir uns natürlich noch was anderes holen. Er hat noch zwei Bombers auf der Hand, falls er die nicht abgelegt hat. Rambok. Okay, Rambok ist nicht schlimm. Ach nee, Foltest aktiviert ja Assimilieren. Ah, das habe ich vergessen. Stimmt, das aktiviert ja Assimilieren. Die müssten also eine weitere Runde liegen, dass das überhaupt erst lostickt. Egal. Wir hätten uns eine Belagerungsmaschine holen sollen mit dem Antidot. Und vielleicht einen weiteren Joachim kopieren können. I shall teach them a lesson they will not forget. Typischer Angriff, das reicht aus, um Foltest zu zerstören. Aber von den Punkten her wird es trotzdem hart für ihn aufzuholen. Not without good reason. They call him the Stern. Von den Punkten wird es wahrscheinlich trotzdem noch hart für ihn aufzuholen. I exist because Master Gehenna wills it so. Wir haben als letzte Karte noch einen Joachim. Das Beste, was wir rauskriegen könnten, wäre... Eigentlich haben wir nichts Gutes. Wir haben viele... Ich glaube, es wird eine Anna sogar. Weil die Hellserien liegen alle ganz unten. Das heißt, wir werden uns eine Anna rausziehen. Aber selbst eine Anna. Ja, ich glaube, selbst ein Baron wird es nicht mehr reichen. Wir liegen halt mit 30 Punkten knapp vorne. Er hat noch 2 auf dem Feld, kann Trollolol nochmal, gut 4, sind 6, sind 8 hat er momentan auf dem Feld. Blutiger Baron setzt um 15 zurück, es wären 20 Punkte. Wir haben noch einen Finisher Joachim, der uns eine Anna rausholt. Und wir können den Rambok nochmal aktivieren. It's war. Skirvin. 7 limbs, blood and guts. Henrietta, wir kriegen nochmal seine Anführerfähigkeit. Und Nachschub, Jungs. Putsch. 25 Punkte. Wie viel hat er auf dem Feld? 4. Reicht es aus? 6 hat er auf dem Feld. Blutiger Baron macht wie viel? Ich glaube, es reicht nicht aus. Er hat auch noch einen Bomber. Reicht bei weitem nicht aus. Blutiger Baron wäre knapp geworden, aber der wird momentan halt echt nicht häufig gespielt. Ja! Wir haben den Nördlichen mit den Nördlichen kaputt gemacht. Der mit Foltest war wahrscheinlich nur so ein Wunschdenken. Hätte vielleicht funktionieren können, aber war wahrscheinlich eher ein Wunschdenken. Aber trotzdem. Copycat. Wir haben dein Deck gespielt. Stell dir mal vor, du spielst gegen so ein Deck, weißt du? Was willst du da machen? Vor allem ist es ja nicht nur gegen die nördlichen Königreiche gut, es funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut gegen Nilfgaard, also gegen die beiden Fraktionen. Allerdings, wenn der Gegner keine Artefakte spielt, ist ein guter eine wirklich schlechte Karte. Und da kann es halt echt, also gegen Monster ist es halt echt weitaus schlechter. Und du machst halt noch nicht so viele Punkte, du kriegst die Koschis nicht weg. Aber bei Monstern kann wirklich einiges schief laufen. Ho, I sense trouble. Ich glaube, er hatte trotzdem seinen Spaß. Ja. So. Hier könnte man natürlich auch wieder ein Megaskop oder so rausholen, ne? Was jetzt nicht so schön wäre.
Lass es nicht wieder so eine Runde sein, wo beide Fäulemacher ganz unten im Deck sind. Aber das ist halt auch so der Grund, warum ich Nilfgaard wirklich... Oh, er spielt mit Portal. Das ist nicht gut. Er spielt mit Portal. Angule erste Runde. Ja, ich würde sagen, vielleicht Angule zweite Runde. Für Megascope oder so könnte man sie noch benutzen. Wir fangen mal mit einer Glinis an. Die Karte wird er uns sowieso weghauen können, wenn er mit den Hexern spielt. Also es ist vollkommen irrelevant. Weiß nicht unbedingt. Ich finde, es gibt weitaus schlimmere Nilfgaard-Decks. Dass man jetzt die Strategie vom Gegner spielt, finde ich halt bei weitem nicht schlimmer. Ich glaube, da ist Clogging wirklich tausendmal schlimmer und unangenehmer gegen zu spielen. Tim, gab es das nicht schon immer bei Nilfgaard, dass man die Strategie vom Gegner mitspielt? Ja, Assimilieren ist ja quasi halt, du sollst die gegnerische Strategie mitspielen. Er spielt mit Madoc-Bomben. Gucken, was uns dann Gulera. Aber wenn wir jetzt wirklich ein Portal kriegen, ist es halt echt schlecht für uns. Wir könnten auch eine Bestechung suchen, aber Bestechung wird uns nicht helfen. Wir können uns natürlich auch seinen Madoc klauen. Ich meine, mit Yennefer Beschwörung könnten wir aber auch in der ersten Runde, falls wir Portal rauskriegen, uns einen Hexer-Adepten holen. Da würde Portal uns immerhin eine gute. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch einen Hexer-Adept rausziehen, ist halt relativ gering. Also klauen wir uns mal Madoc. Wir werden die erste Runde wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wir haben was für späteren Lauf. Den will er natürlich wahrscheinlich mega scopen. Aber den holen wir uns auch mal. My duty? To stick my nose where it doesn't belong. Portal ist nur selber sehr schlecht für uns, ne, wenn der Gegner Portal spielt. Aber eine Karte, die sieht man aktuell nicht so häufig. Ist das Turnier-Get von Wangit, wie es aussieht? Echt, spielt er mit Portal, Madox? Das haben wir heute schon häufiger gesehen, das kann sein. Wangit hat ja auch das Turnier gewonnen, also werden es wahrscheinlich einige kopieren. Okay, er spielt mit Portal, Totem, Kedush und Megascope. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Karte rauskriegen, die wir wirklich haben wollen, ist sehr gering. Yalmar, Avalach. Ja, das kann echt seine Liste sein. Er hat die Zweihänder, Yalmar. Er hat nicht so viel Angriff, das heißt, wir müssen uns nicht vor Tall Punish schützen. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich wahrscheinlich die Glühnis nicht so weggeworfen. Hitzewelle ist ganz nett. Kaiserliche Diplomatie können wir auch nochmal ablegen. Okay, ziehen sie mal wieder nach. Tall? Nicht mit O, sondern mit A. Nasser Glitchy. Tall Punish. Also große Einheiten Punish. Tall Punish ist quasi, sind halt so Karten wie der normale Geralt, die Karten zerstören, die einen hohen Punktebereich haben, so 9 Punkte plus. Ja, er spielt halt nur mit Yalmar, das heißt, er kann uns eine große Karte zerstören, aber da ist halt keine andere Karte drin. Er spielt nicht sowas wie eine Morg. Er hat noch eine Hitzewelle. Aber ansonsten Hitzewelle, Totem, Yalmar... Junot, aber Junot wird halt uns wahrscheinlich kaum was Gutes klauen können. Plünderer. Ich denke nicht, dass wir einen Harald sehen werden.
Denke auch, dass er pushen will. I divined this move from a sparrow's innards. Was werden wir jetzt sehen, ob er pushen will? Ja, er will pushen. Take him to the woods and release the hounds. Everyone has their secrets. Everyone. Wir können uns mit Angula halt nochmal einen Artefakt holen. In der Hoffnung, dass es vielleicht nicht einen Mega... Aber selbst ein Megaskop gibt uns nochmal ordentlich Punkte und löst Assimilieren aus. Also selbst ein Megaskop wären jetzt in dem Fall 4 Punkte. Mit Assimilieren wären es halt 6. Wenn wir 6er kriegen, wären Megaskop 8 Punkte. Das macht Angula immer noch zu einer 10-Punkt-Karte. Oder zu einer 11-Punkt-Karte für 10 Provisionen. Wir könnten aber was Besseres kriegen. Kedusch, Totem, Portal wäre das Schlechteste. Weil bei Portal würden wir uns halt unsere Magier-Meuchelmörder rausziehen und unseren Emissär. Da würden wir wahrscheinlich eher Punkte verlieren. Wobei, wenn die Fäulemacher auch wieder so ganz unten sind, ja. Dusch. Take care of your blades and they'll take care of you. Ich spiele das mal ein Ghoul aus. White Sider, Estef. Okay, wir kriegen das Megascope. The same coming back up. Zwei Händler. I once lopped off 3 heads with 1 blow. Ein Zweihänder können wir mit der Hitzewelle rausnehmen, das ist glaube ich das beste Ziel. Könnt jetzt auch erstmal gucken, was er auf der Hand hat, ne? Weil da will ich vielleicht noch eine Runde warten mit. Hitzewelle wird nichts Besseres als diesen 1-2-Händler in der Runde finden, weil er spielt keine stärkeren Karten. Wird wahrscheinlich ein Yalma kommen. Ein Bärenhexer. I'll cleave you in two. Okay, wenn uns auch geduscht. Dann benutzen wir unseren Anführer, kriegen seine. Oh, er hat auch eine Hitzewelle. Und ein Yalma. Wir nehmen trotzdem Yalma. Yalma bringt uns mehr Punkte. Yalmar on crates coming for ya! Werfen unseren Zweihänder weg. Zerstören seinen Bärenhexer. Ziehen uns mit dem Experimentellen eine weitere Informanten und holen uns noch unser letzten Pünktchen. Er hat eine Hitzewelle, er hat einen Yalma, damit kriegt er unsere 10er weg, unsere 9er und unsere 7er. Wir hätten noch eine Bestechung, wir hätten noch eine Anna. Die letzte Karte ist Avalach, aber Avalach bringt ihm nicht viel. It's time. Megaskop kriegt da maximal nochmal 6 Punkte. Das heißt, wir können auch jetzt Anna ausspielen. Anna würde von den Punkten ausreichen. Deine holt sich nochmal einen Quartiermeister, ne? Weil auch ein Quartiermeister reicht nicht aus. Impertinence is the one thing I cannot abide. Okay. Hitzewelle und Yalma, da kommen wir rüber. Das heißt, wir haben noch eine Karte mehr. Mhm. Beste ist sogar, wenn er sie jetzt noch ausspielt. Weil ansonsten hätten wir mit dem Joachim, würde er auf jeden Fall Joachim in Hitzewelle reinspielen, ne? Ja, immer. Who wants to taste Skelliger Steel? To arms, men. Okay, mit einer Bestechung müssten wir genügend Punkte rauskriegen.
Bärenhexer sind 8 Punkte, reicht aus. Plus nochmal das extra Assimilieren. What are you gonna do, huh? Letzte Karte, die er hat, ist Hitzewelle. Selbst wenn er jetzt alles auslöst, wir können uns nochmal einen Jalma von ihm klauen, den wird er nicht schwächen. Hitzewelle macht nur 8 Punkte, dann klauen wir uns nochmal. Wobei, wir haben was Gutes zum Wegwerfen. Eine 4-Punkt-Karte nur, ne? Das heißt, hier, das würde jetzt nur 7 Punkte machen. Da müssen wir eine Anführerfähigkeit benutzen. Ansonsten Gnadenstoß in irgendwas anderes. Wir könnten Gnadenstoß hier eine 6er rausholen. Er ist trotzdem das meiste auf dem Jalmar. Haben nur leider nur eine 4er zum Wegwerfen. Aber werfen wir Bratan weg. Ah ne, es reicht sogar aus. Okay, wir haben noch eine komplette Anführerfähigkeit und eine Karte mehr für die nächste Runde. Und wir haben Joachim. Und er hat seinen ganzen... Er hat Jalma raus, er hat Hitzewelle raus. Er hat nichts mehr, was dicke Einheiten angreift. Roderick, haben wir noch eine Goldkarte im Deck? Ja, wir haben noch mehrere Goldkarten im Deck. Halt mal so. No good wine will come from here. Not even compost. Das sieht ziemlich gut aus für uns. Wir haben auch noch 6 Punkte mehr durch die Anführerfähigkeit. Also ich glaube, Triss gegen Anna auszutauschen war eine gute Idee. Der hat schon seinen schlechten Adrenalineffekt. Beste Goldkarte wäre eigentlich Artorius. Zunge des toten Mannes spielt aber auch nicht mehr in wirklich was rein. Zunge des toten Mannes ist 10 Punkte. Bringt uns Artorius mehr? Ich würde eher sagen, wir nehmen die Zunge des toten Mannes aus 2 Gründen. Weil mit der Zunge des toten Mannes können wir Einheiten verbannen, die wir gar nicht ziehen wollen mit einem Joachim. Die können wir nicht ziehen. Das heißt, wenn wir Madoc verbannen, haben wir nur noch die Chance auf 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten. Madoc sind auch 10 Punkte. Wir könnten aber auch hingehen und sagen, wir verbannen... Ja, nee, ich würde sagen Madoc. 10 Punkte, ist gut genug. Er hat kein Jalma mehr, hat keine Hitzewelle mehr. Er hat nichts, was dicke Karten angreifen kann. Er wird noch einen Bärenhexer haben. Junot hat er, Junot ist süß. Oh, guck mal, wir kriegen sogar noch den Artorius. In einem weiteren Fäulemacher. Junge, das ist Zucker. Ich glaube, da kommt er am Leben nicht mehr ran. Glaube, da kommt er am Leben nicht mehr ran. Was seine letzte Karte jetzt noch haben könnte. Eigentlich ist alles raus im hohen Provisionsbereich. Außer Geralt Quen in den Bärenhexer. Das ist seine letzte Möglichkeit. Das sind aber auch gerade mal so... Dann kratzt er gerade mal an unseren Punkten. Und wir haben noch einen Gnadenstoß in den Joachim und haben noch dreifache Anführerfähigkeit. Ja, es ist der Geralt Quen im Bärenhexer. Das ist natürlich immer Geralt Quen im Bärenhexer. Das sind halt nochmal 13 Punkte, aber... Nein, tut mir leid, mein Freund. Barbarians all. Defeat them with hunger. Crush them with thirst. Wir hätten sogar noch komplette Anführerfähigkeit. Hätten sogar noch eine komplette Anführerfähigkeit gehabt, ja. Aber da sieht man, was so ein bisschen Austausch macht, ne? Die erste Runde war, ja, du kannst natürlich ja auch Megaskop kriegen, aber selbst Megaskop, ne? Also wenn du mit Megaskop kriegst und wir haben uns jetzt nochmal so einen Bär geholt, mit dem Bär kommt man nochmal optimal die Punkte nutzen, weil wir haben den Bärenhexer Quartiermeister nochmal rausholen können. Das heißt, eigentlich war die Karte 6 Punkte mit Assimilieren auslösen, hat Angula auch über ihre 10 Punkte gemacht, ne?
Nachteil ist, wir spielen nicht so viel mehr mit Assimilieren in dieser, sage ich mal, Neuauflage von Assimilieren, aber wir spielen mit relativ viel Punkte. Und gegen die ganzen Decks, die Szenarien spielen, gegen die Nördlichen, gegen Nilfgaard, ist es super lustig und kann sogar super stark sein. Wir haben eine Hitzewelle, um seine Karten wegzuräumen. Da haben wir einen klaren Vorteil. Gegen Syndikat, gegen Squared Hell und gegen Monster ist die Deckliste allerdings nur sehr schwach, weil die spielen kein Artefakt. Wenn sie eins spielen, ist es natürlich super, aber in den meisten Fällen spielen sie ohne Artefakt. Man kann natürlich auch gegen Jackpot mit Passiflora spielen, dann ist es auch super. Aber ja, die Decklisten, die keine Artefakte rennen, sind gut gegen uns. Ansonsten die Artefakte spielen, da können wir so viel Spaß haben mit dieser Deckliste. Es ist halt einfach nur, wir kopieren die gegnerischen Decks.